Servus. Gehen wir weiter. Teil 2 von der Königinnenzucht. Mir ist ein kleiner Fauxpas passiert. Ich habe das von diesem Volk auch gefilmt. Aber leider ist die SD-Karte kaputt. Gott sei Dank habe ich in dem Video nicht diesen Zuchtrahmen auch noch mit raus und verarbeitet. Und ja, jetzt geht es halt nur um die hier, wie die verarbeitet werden. Weil die sind gestern Abend bzw. heute verdeckelt worden. Ja. Wir sind jetzt bei den 5 Tage. Ich habe eigentlich sehr schön umgelauft. Ich habe am 4. Tag habe ich mal reingeschaut, so gegen Mittag. Wären sie da schon verdeckelt gewesen, dann hätte ich eine relativ ältere Larve erwischt. Ist aber noch im Rahmen. Also wenn sie so gestern nachmittags, also wenn sie dann schon vormittags noch leicht offen waren und nachmittags zu, ist völlig im Rahmen. Besser ist aber, wenn sie wirklich heute erst zugemacht worden haben. Und das war anscheinend der Fall, beziehungsweise ich hoffe es. Gestern waren sie auf jeden Fall noch nicht zu. Ja? Und durch das, dass ich so umgelauft habe, am 5. Tag sind sie zu. Am 5. Tag werden die zugemacht. Wir haben Nachmittag, die müssen zu sein. Ja? Ich hoffe es. Die werden wir jetzt holen. Dann gehen die in den Brutschrank. Die anderen, wo ich mir vom anderen Anbrüter, also vom anderen Zuchtvolk hier geholt habe, die mir hier, die sind verteilt worden auf kleine Ableger, Apideas und. Ja, aus dem Grund. Und 3 habe ich in den Brutschrank. 3, die konnte ich so nicht unterbringen. Die sind schon im Brutschrank und jetzt machen wir die hier noch. Ihr werdet es ja sehen. Und deswegen mag ich den Brutschrank eigentlich. Das ist der größte Vorteil am Brutschrank. Da finde ich jetzt. Weil ich könnte jetzt schulen und da drin zwar schlüpfen lassen, aber jetzt passt es vom Wetter sowieso, jetzt wäre es egal. Aber wenn ich sie jetzt rausnehme, dann sind die null verbaut, wirklich null. Ja, man sieht sogar hinten durch das Näpfchen, sieht man wahrscheinlich sogar die Made. Ja. Greift man es an, hätte ich gesagt. Ja, greift man es an. Da nehmen wir nicht mehr lang. Das ist ein kurzes Video. Und das nächste kurze Video, das habe ich zwar in einem Stream schon mal gezeigt, wie ich da weiterverfahre. Wenn die dann geschlüpft sind, an dem geht weg. Ich weiß schon, über Mikro dran, gell? Mikro ist immer böse. Ja, ich verrate eure Geheimnisse schon nicht. So, und jetzt vorsichtig raus. Und jetzt schauen wir mal, wie es mit der Annahme aussieht. Gehen wir runter hier. Ja. Super! Super! Also 2 haben sie nicht angenommen, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt sieht man auch, ja, dass ihr das mal seht, man sieht hinten sogar die Maden. Seht ihr es? Und wenn sich jetzt jemand fragt, Jupp, was hast du da für Weißelbecherhalter? Dann muss ich euch sagen, die gibt es nicht zu kaufen. Die habe ich mir selbst gezeichnet für einen 3D-Druck. Und jetzt warte einmal, ich muss denen schnell eine neue Wabe reinhängen. Die stelle ich jetzt oder lege ich sie mal ganz vorsichtig hierher. Keine ruckartigen, stoßhaften Bewegungen. Gut, da bin ich vielleicht ab und zu ein bisschen zu vorsichtig, aber lieber zu vorsichtig als zu grob. Die kriegen jetzt da wieder ein Rähmchen. Ich habe in der Mini Plus keine Brut nach oben gehängt. Also hier ist Brut, Brut, Absperrgitter und hier ist ein Honigraum. Ja. Und durch das, dass der Platz in der Mini Plus eh so eng ist, ist die Annahme wirklich sehr, sehr gut. Also wirklich erstaunlich sehr, sehr gut. Ich werde das mal probieren. Ich weiß, jetzt habe ich dich hier runtergeschubst und noch an mich und ans Mikro. Ich werde das jetzt mal beim nächsten Mal probieren. Ich werde mir für die Mini Plus noch einen zweiten so einen Rahmen machen. Ich habe ja genügend so selbstgedruckte Weißelnäpfchen und werde die dann, werde mal 2 so Rahmen reinhängen. Das wären dann schon 12, was ich ziehen könnte. Ne, mehr. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 Stück könnte ich dann an einen so einen kleinen Rahmen. Und jetzt geht es eigentlich ganz einfach weiter. Ich stelle die mal kurz hierher. Ich drehe euch. Ja, jetzt hole ich mir meine Käfige.
Und jetzt brauche ich erstmalig nicht mehr aufpassen, welchen Käfig ich mir hier aus der Kiste nehme. Weil, und aus dem Grund habe ich die Teile eigentlich selbst gedruckt. 6 Stück brauchen wir. Ja, 6. So. Weil ich die günstigen und die teuren habe, die originalen und die No-Name. Und da passen die Käfige unterschiedlich nicht. Jetzt mache ich die hier runter. Schön vorsichtig. Geh weg. Es kommt keine Begleitbiene mit dazu. Und steck den hier drüber. So. Und er passt. Tada! Erste verschult. Nicht unbedingt in die Sonne legen. Und ich habe mir das angewohnt, dass ich das immer gleich mache, wenn sie verdeckelt sind. Also dann sind die Zellen eigentlich gar nicht so empfindlich. Die sind eigentlich, da kann man eigentlich schon gröber ran. Aber ich bin trotzdem so vorsichtig, wie es nur irgendwie geht, dass die so gut wie keine Erschütterung abbekommen. Ich habe hier vergessen zu sagen, ich mache in den Deckel von dem Stopsel noch einen Tropfen Honig mit rein, dass die Königin die Schlüpfen ein bisschen schlabbern können, zumindest für eine Stunde oder zwei. Keine Fahrtweg, keine Erschütterungen durch Fahrt, auch temperaturbedingt, dass jetzt die Temperatur abfallen würde, rapide oder so, das Problem habe ich auch nicht, weil ich eben nur da die 1,50 Meter habe, wo ich da hin und her muss. Ja, man sieht sogar noch, ich hoffe, man kann es erkennen, da oben, der obere Kopf, der ist noch richtig schön, ganz hell weiß. Also die sind ganz frisch verdeckelt. Ja. So, und rein damit. So, passt. Dann nächste. Und dieses Jahr sind ja schon einige geschlüpft und ich muss sagen, es sind sehr schöne Ladies. Also es sind wirklich sehr, sehr schöne Ladies dabei. So. Mit Mike habe ich mich da letztes Mal erst unterhalten, weil er meint, weil ein paar sind ein bisschen kleiner hier von der Ausarbeitung her. Ich konnte aber bis jetzt von den Königinnen von der Größe her keinen Unterschied feststellen, wie es aufschlussreich vom Weiselnäpfchen, also von dem Ding zur Größe der Königin, war bis jetzt immer egal. So, dann euch haue ich hier vors Flugloch und oder mir an die Füße. Komm, geh weg. So, jetzt kann das neu bestückt werden und weiter geht's. Und jetzt kann ich gleich mal kurz probieren, weil das ist ja schon der Prototyp 2 von dem Halter. Ja, und seht ihr es, auf meiner Halter passen alle anderen auch. Ja. Die No-Name, die Original, die, wo ich gedruckt habe, es passen alle drauf. Sehr schön. Gut, dann stelle ich euch gleich mal hier rein. Hier ist mein selbstgebauter Brutschrank. Den habe ich dieses Jahr ja, mal einfach spontan gebaut. War Arbeitsaufwand, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so. Ja, halbe Stunde. Halbe Stunde, dann war er fertig. Das ist ein Reisekühlschrank eigentlich. Die Reisekühlschränke, die können ja heizen und kühlen. Ich habe den einfach den Kühlschrank selbst hinten drin auf Heizen eingestellt und auf nichts anderes. Habe hier ein Loch gebohrt. Hier die Temperatursteuerung. Hier die Temperatursteuerung. Und das war's. Ja. Habe ich einmal gemessen. Die Temperaturen überwacht. 35 Grad ist optimal. Luftfeuchtigkeit 60-65%. Also so 65% ist ideal. Und da sind sie. Da haben wir ausgeschnittene Weiselzelle. Ja, ihr müsst jetzt mal hier rüber rutschen. Und du hier auch. Weil das ist eine andere, also es ist keine andere Serie. Die habe ich mir auch ausgedruckt. Ja. Und man möchte es nicht glauben, das passt genau da rein, wie der Jupp das noch gemacht hat.
Ja, jetzt passt es auf, was der Jupp gemacht hat. Die alte rote Fritte. Super schön, falsch gemacht. Was ich dazu sagen muss, bei dem Reisekühlschrank ist der Vorteil, weil der wie eine Umluft hat und dann ist es wie ein Motorbrüter. Das funktioniert super, richtig gut. Halt, so rum ist besser. Tada! Oh, mein Gott, Jupp, was machst du? Der Jupp die Olinus. Sorry, ich muss es jetzt so sagen, weil so können sie rein. Ja. So können sie rein. Aber da ist genau dasselbe, die können wackeln, aber nicht umfallen. So. Und die schlüpfen jetzt ziemlich genau in 8 Tagen. Ja. Normalerweise, also die sind heute vormittags wahrscheinlich verdeckelt worden. Oder so gegen mittags. Ja, sind die verdeckelt worden. Und heute haben wir den, machen wir wieder zu. Hier stehen nur Glasschalen drin. Das Einzige, was ich ändern muss, die Glasschalen, da habe ich jetzt ganz normales Regenwasser, dann hast du die Algen da drin. Das werde ich rausschütten. Das nächste Mal muss er destilliertes Wasser mit hochnehmen. Hat aber bis jetzt keinen Abbruch getan. Jetzt schaue ich schnell. Heute ist der 19. Also, dann schauen wir mal auf den Kalender. Kalender. Heute ist verdeckelt worden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Am 27. Und das schreibe ich mir hierher. Und meistens schlüpfen die Königinnen so gegen 14 Uhr. 6 Stück. Also fast jedes Mal plus minus 15 Minuten. War es das schon. Ja? Und die Königin kommt dann von hier nach hier. Ja? Solange ich hier Platz habe. Au! Solange ich hier Platz habe. Der Vorteil ist an dem System, so wie ich es jetzt mache, ich bin halt sehr effektiv. Durch das, dass die Königinnen einfach nicht lange in den Begattungskästchen, also die Begattungskästchen sind nicht lange belegt. Also die Königin, die schlüpft, kommt rein mit einer Kelle voll Bienen, ja, und das war's. Und dann bleibt die 4 Tage verschlossen. So lange braucht die Königin auch, bis sie sich ausbildet, dass sie fliegen kann und dass alles passt, dass sie fruchtbar überhaupt ist. Und das ist für mich perfekt, die 4 Tage. Weil so lange lassen sie eingesperrt und dann fliegen sie auch nicht mehr zurück. Ja? Also sehr, sehr wenige vor allem. Dann haben sie ja 4 Tage Zeit, dass sie sich an die Königin gewöhnen und, und. Nach 4 Tagen öffne ich die. Wenn ich jetzt sehe, aber heute gegen Mittag Weltuntergangsstimmung. Ja? Weil es ist gar nicht selten, dass ich die am 4. Tag aufmache und die am selben Tag noch Begattungsflug macht. Also wenn ich die Vormittag aufmache, fliegt die zum Teil am selben Tag noch den Begattungsflug. Wenn ich aber jetzt sehe, hey, nachmittags ist Weltuntergangsstimmung bei uns hier, dann lasse ich das Begattungskästchen einfach zu und mache die erst auf, wenn draußen, wenn es schon regnet oder stürmt, oder ich lasse ganz zu und mache es erst am nächsten Tag auf. Das kann man maximal, würde ich jetzt sagen, ja, 8-9 Tage kann man das rauszögern. Und das ist für mich, finde ich, einfach das Ganze drumherum. Ich kann es komplett kontrollieren. Letztes Jahr hatte ich halt das Problem, die sind halt geschlüpft, ganz normal. Die sind ja dann vorher schon offen, die Begattungskästchen. Und die sind dann geflogen. Und ich wusste nicht genau, sind sie heute geschlüpft, sind sie gestern geschlüpft. Ja, und letztes Jahr war das Wetter, das war ja wie Pokern. Das war jeder zweite Tag Weltuntergangsstimmung. Dieses Jahr ist nicht so. Und der größte Vorteil ist, weil ich die Begattungseinheiten wirklich nicht lange belegt habe. Also in der Regel 10 Tage. 10 Tage sind die Begattungseinheiten belegt. Dann, so blöd wie es klingt, nehme ich diese Bienen, wo da drin sind, und mache mir jedes Mal frische Bienen rein. Weil da sind ja dann auch schon frische Stifte mit dabei. Die Stifte kann ich nicht brauchen. Die schneide ich aus. Wenn es aber nicht pressiert und es sind keine, dass einer sagt, okay, mir ist egal, und das ist eigentlich mein Hauptziel, wo ich immer hinarbeite, dann bleibt die Königin da drin, so lange, bis die erste Brut verdeckelt ist. Dass ich einfach sicher sein kann, dass die vernünftig begattet ist, also dass die begattet worden ist. Ja. Ich hatte es noch nie, dass sie nicht begattet worden ist, eher, dass sie einfach nicht zurückkommt. Ja. Und das ist halt auch cool, weil ich, wenn ich die öffne,
5 Tage später schaue ich rein und dann, wenn sie da ist, ist sie zu 95% auch begattet. Ja, außer das Wetter war wirklich sehr schlecht, permanent dann nicht. Ja. So, dann war es das mit dem Teil 2. Wie schön, dass sie das alles propolisiert haben. Ich muss jetzt nämlich noch hier den Ableger umstellen. Da habe ich ja auch Teil 1, wie ich ihn gebildet habe und jetzt wieder umgestellt. Da, ja gleich da draußen, da steht er jetzt dann. Weil jetzt wird es hier langsam hier drin sehr eng. Dann wünsche ich viel Spaß bei der Königinnenzucht. Wen ich auch empfehlen kann bei der Königinnenzucht auf dem Kanal, schaut beim Gottfried, beim Bienenbastler vorbei. Der kann das auch sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Er erstellt, er arbeitet viel mit Anbrüter, dass er einfach eine sehr hohe Zuchtannahme, eine sehr, sehr gute und eine sehr hohe Annahme hat und eine sehr gute Pflege. Der arbeitet mit Anbrüter und Finisher. Ich mache das, letztes Jahr hatte ich es gemacht, vorletztes Jahr nicht. Das Jahr davor habe ich es auch gemacht. Und bei mir hier ist irgendwie so das Problem, dass ich ganz viele Imker irgendwo da im Umkreis, weiß ich nicht, von 5, ja, soweit nicht. Aber sagen wir mal, ich glaube von 3-4 Kilometer habe, die in der Regel extrem viel so Nachschwärme und Kunstschwärme haben. Und ich müsste jedes Mal den Anbrüter verschließen mit Gitter und, weil mir sonst permanent irgendwelche fremden Königinnen zufliegen. Und da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Das war letztes Jahr, könnt ihr gerne mal rückwirkend mal reinschauen. Das war eine Katastrophe. Ich habe es dann aufgegeben, ich habe dann gesagt, ich habe keinen Bock mehr. 3 Anbrüter, 3-mal die Königin zugeflogen, 3-mal Ableger, 3-mal Königin. Ich habe mir schon gedacht, ey, so muss es laufen. Ja. Ableger gebildet mit frischer Brut, aufgestellt, 4 Tage später nachgeschaut, was sie Zellen gezogen haben. Das ist einfach so Routine, nach 4 Tagen. Wenn dann schon was Verdeckeltes dabei ist und der Rest ist offen, wird das Verdeckelte rausgemacht und das Offene bleibt stehen. Dann habe ich schöne junge Larven, haben sie dann nachgezogen. Und was war bei mir letztes Jahr? Ich habe den aufgestellt, nach 4 Tagen reingeschaut und es war eine stiftende Königin da. Das erste Mal haben wir gedacht, okay, du kleiner Vollpfosten hast wahrscheinlich da die Königin mit umgehängt. Ja, spätestens beim zweiten ist mir dann aufgefallen, da ist dasselbe. Und beim dritten auch. Und das war wirklich nicht mehr schön. Das war nicht mehr schön. Das war, ich weiß ja, was da schiefgelaufen ist letztes Jahr bei manchen. Ich weiß bloß, überall in jedem Busch hingen ungefähr so große Schwärme. Wirklich so groß. Wie wenn so Apideas geschwärmt wären mit Königinnen. Ja. Krank. Naja, gut. Dann tschüss. Ich mache da jetzt weiter und wir sehen uns. Ciao.